Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. In diesem Video möchte ich euch den Satz von Vietar etwas näher bringen. Bevor wir mit dem Video starten, lasst noch den Like und den Abo hier. Dann können wir auch sofort loslegen. Und zwar, der Satz von Vietar gilt ja dann, wenn eine quadratische Gleichung in der Form x² plus px plus q ist gleich 0 vorkommt. Also sprich, wenn wir keine Konstante vor den x² haben, dann gilt der Satz von Vietar. Und der Satz von Vietar besteht aus drei Aussagen eigentlich. Zum einen ergibt sich aus dieser quadratischen Gleichung eben die sogenannten Linearfaktoren. Also wir könnten diese quadratische Gleichung auch mit Linearfaktoren darstellen. Dann gilt eben x minus x1 mal x minus x2, wobei eben x1 und x2 die Lösungen sind. Das ist ja auch Grundvoraussetzung für den Satz von Vietar. Wir brauchen eben für die quadratische Gleichung zwei Lösungen. Nur dann können wir das Ganze eben anwenden. Das wäre unsere erste Aussage vom Satz von Vietar. Dann haben wir eine zweite Aussage, und zwar, dass p ergibt sich aus minus x1 plus x2 in Klammer, also sprich, das ist die Summe der negativen Lösungen, x1 und x2 wiederum die Lösungen unserer quadratischen Gleichung. Und als dritte Aussage eben, dass q ergibt sich aus x1 mal x2, also auch hier werden die zwei Lösungen miteinander multipliziert, das ist quasi das Produkt der Lösungen. Wie können wir das Ganze jetzt überprüfen? Anhand eines Beispiels natürlich, hier eine quadratische Gleichung x² minus x minus 42 ist gleich 0. Als Lösungen haben wir x1 gegeben mit minus 6 und x2 gegeben mit 7. Wir sollen jetzt einfach nur überprüfen, stimmt das Ganze eigentlich, stimmt der Satz von Vietar mit seinen Aussagen. Was machen wir da? Wir brauchen ja eigentlich nur das P und das Q überprüfen. Wir sehen ja hier aufgrund dieser quadratischen Gleichung, dass natürlich unser P, das ja hier vorne steht, ja, also wir könnten hier ein 1er hermachen, natürlich den Wert minus 1 hat. In der allgemeinen Form steht ja das P vor den X. Somit ist unser P-Wert minus 1 und unser Q-Wert ist natürlich eindeutig minus 42, der steht ja hier hinten. So, das Ganze sollen wir jetzt überprüfen, ob das überhaupt stimmt mit der Lösung, ob das stimmen kann. Dafür nehmen wir die Aussage 2 her. P ergibt sich ja aus der Summe der negativen Lösungen. P wissen wir aber, ist minus 1, also können wir sagen, minus 1 ist gleich minus. Dann x1 haben wir gegeben bei dem Beispiel mit 6 plus x2 7. Wobei eben x1 nicht 6 ist, sondern minus 6 laut Angabe. Und jetzt überprüfen wir, ob das stimmt. Minus 6 plus 7 hier in der Klammer ist natürlich plus 1. Wir haben aber ein negatives Vorzeichen, also kommt hier wirklich minus 1 raus. Es entsteht eine wahre Aussage für unser P. Oder wir hätten das Ganze auch so anschreiben können. P ergibt ja aus der Summe der negativen Lösungen. Somit hätten wir das Ganze natürlich auch so vereinfacht anschreiben können. Und auch hier natürlich P kommt dann minus 1 raus. Somit haben wir diese zweite Aussage schon mal überprüft. Jetzt noch die dritte Aussage vom Satz von Vietar. Q ist gleich x1 mal x2. Das heißt, das Produkt der Lösungen ist das Q. Auch hier wieder Q. Wir wissen, es muss minus 42 rauskommen. Der Wert x1 ist minus 6. Wir sollen das mit den x2 multiplizieren. Und natürlich ist minus 6 mal 7 genau minus 42. Somit haben wir hier eigentlich den Satz von Vietar relativ einfach bestätigt und bewiesen. Natürlich gibt es auch noch weitere Beispiele zu diesem Satz von Vietar und das zeige ich dir dann im nächsten Video. Falls du dein Abo und dein Like noch nicht hier gelassen hast, jetzt wäre die beste Zeit dafür. Und wie gesagt, dann können wir uns das nächste Video auch gleich anschauen.